Aber vielleicht gehört das ja so, dass wir nicht zurück können. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ist es wahrscheinlich einfach schon viel zu spät. Aber ich kann es ja trotzdem sagen. Ansonsten schreibe ich halt, dass es schon zu spät ist. Aber ich schätze mal, dass man wohl hier das zuerst bis zu einer bestimmten Stelle fertig machen muss. Deswegen auch der etwas leichtere Schwierigkeitsgrad, ne? Abwehren bringt nichts. Ja. Fehltest. Leider kann man hier nicht so nice springend ausweichen. Das wäre richtig cool. Aber leider nee. Ist nicht. Ist nicht. Nee. Wie zum Geier, Mann. Wie ist denn das Balancing, bitte, Mann? Warum sind die so unglaublich stark? Wahrscheinlich soll ich die noch nicht machen, aber... Hallo, die sind ja direkt am Anfang, wo ich reinkomme. Das heißt, ich soll die nicht machen. Dann platziert die woanders. Außerdem haben wir ja welche von denen schon töten müssen, damit wir überhaupt die Ornamente kriegen, um uns her teleportieren zu können. Nice. Perfekte Möglichkeit gegen die Armbrust oder Bogen. Ohne Scheiß, perfekte Möglichkeit. Auch wenn unsere Skills, wie gesagt, fast gleich null sind. Aber, ja, die Armbrust ist ja nicht ganz so schwach. Perfekte Taktik. Und ich kann einfach chillen. Ziemliche Idioten, die Steinwächter. IQ gleich 5. Können wir laufen, während wir... Nee. Kann man das Nachladen nicht abbrechen? Nee. Welcome to Gothic 3. Da konnte man das nämlich auch nicht bei der Armbrust. Und ich glaube auch, wenn man angegriffen wurde, hat er nicht aufgehört. Das wurde einem häufig zum Verhängnis. Nett. Wie viel Bolzen haben wir noch? 150. Ach, das geht nichts genau. Zu holen. Nichts zu holen. Da gibt's nichts zu holen. Nichts mehr zu holen. Tragisch. Wie so oft, wie ich es so oft sage, eins meiner Lieblingszitate hier. Tragisch. Nee, nicht die Armbrust. Greift uns der auch an? Nö. Oho. Ihi. Aha. Das ist die falsche Seite. Einfach ganz schnell. Was heißt das? Das ist die falsche Seite, Mann. Muss man das in einer bestimmten Reihenfolge lesen, oder? Und jetzt? Ja. Der spawnt wahrscheinlich dann, wenn man hier irgendwie alle Teleporter offen hat. Vielleicht ist das auch gerade das Ziel. Aha. Ich glaube, da sind wir ja gar nicht hergekommen. Exakt, ey, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Horst. Wir können natürlich hier einfach zurückgehen. Und müssen nicht die... Ja, gut. Genug dazu. Wir gehen jetzt zurück. Lernen. Armbrustschießen, wie gesagt. Und dann schauen wir zurück. Kaufen uns eine nice Armbrust vielleicht. Mal schauen. Und dann sollten wir es ein wenig leichter haben. Watras können wir auch ordentlich heimsuchen. Mir fehlt gerade irgendwie die Musik. Aber ich bin mir sicher, die setzt gleich ein. Nein, tut sie nicht. Schade. Wir sind wieder hier in der Old Good New World. Versteht ihr? Old Good New World. Werden uns da jetzt nice teleportieren in die Stadt. Das ist ja, glaube ich, die erste Destination hier. Was auch immer dahinter ist. Wie kommen wir da nach hinten? Ach so, das ist da. Ja, das ist der Eingangsding. Das kennen wir.
So. Perfekt. Da war einmal der liebe Ork, den wir zu Mika gelockt haben. Wir erinnern uns, ewig her. Und der hat Mika ja getötet, deshalb steht er da nicht, falls euch wundert. Mit dem hätten wir damals auch den Bauern befreien können, was wir nicht konnten, weil er eben davor gestorben ist. Ach so, apropos. Ha, nice. Wir können jetzt testen, ob die uns mit der Piratenrüstung direkt angreifen. Ich wäre fast aus Versehen direkt reingerannt. Aber wir können es testen. Hallo? Nö, gar nichts. Einfach gar nichts. Nice, wir können mit der Piratenrüstung offensichtlich rumlaufen. Zeig mir deine Ware. Hey. Du irgendwas. Nee, gar nichts, die coole alte Musik. Erst jetzt einmal Watras. Sagen wir dem ein bisschen was. Dem Dude. Mal schauen, was der sagt. Tag. Hey, du. Mehr Steintafeln. Gut. Hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Gut, mehr. Gar nichts. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Du bedarfst... Ja, wir haben offensichtlich volle Leben. Leider kann uns der Vati nicht helfen. Cavallo an Tag. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladines hatten. Adanos aber sah, dass so, so wir wollen deine Fähigkeiten nicht erlernen, wir wollen die Fähigkeiten des lieben Kollegen in der Kaserne erlernen. Deshalb gehen wir inside. Irgendwas schwebt in der Luft. Nee, schwebt nicht in der Luft, das ist der obere Teil der Laterne. Tag, mit dir haben wir noch gar nicht geredet, Herold. Herold, bin ja der Herold. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Du redest gerade nichts. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Gegen die Piratenrüstung haben die offensichtlich nichts, aber die sieht ja auch nicht unbedingt nach Piraten aus. Hat man dir keine Rüstung von uns gegeben? Dann besorg dir erstmal eine. Hat man dir keine Rüstung von uns gegeben? Dann besorg dir erstmal eine. Na, reden die nur mit mir, wenn ich eine Rüstung habe? Willst du mich verarschen? Ach so, nur zum Test. Ich weiß, er sagt normalerweise immer ja, Kollege. Wir Soldaten kämpfen für den König, also trage gefälligst auch seine Rüstung. Ja. Dachte ich's mir. Dann müssen wir wohl leider wieder wechseln. Hey, du. Lass uns mit dem... Ach so, nee, das ist ja der falsche Idee. Ich bin ein Idee. Ich bin ein Idiot. Da hinten ist er. Da ist er. Tageruga. Hey, zeig mir den Umgang Zeig mit mir der den Armbrust. Umgang mit der Armbrust. Oh. Gut. Armbrust plus 5. Eieiei. Wie viel. Wie läuft denn das da ab? Genauso. Okay. Das heißt, wir haben ab 20, glaube ich, sind hey, wir besser geworden. Das heißt. Zeig mir. Plus 5. Plus 5. So. Das heißt, wir haben jetzt. Perfekt. Auch noch 17 Lernpunkte. Und für gewöhnlich brauchen die Armbrüste ja Stärke, ne? 45,30 ist jetzt nice, relativ, aber ich glaube, da gibt's noch bessere. Hast du was dagegen, wenn wir die Bolzen nehmen? Es fehlt leider die Musik. Hey, leider. Du. Hey, du. Das reicht erstmal von Armbrust her. 20, ich denke, das reicht. Wir sind jetzt... Wobei, oder hat es 25 gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Oder wurde man überhaupt erst ab 30 besser? I just don't know.
Ah, wir könnten natürlich wieder 10 verbrauchen. Nee, das ist mir zu. Nee, das reicht erstmal für Armbrust. Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt der Master auf Armbrust werden. Wir wollen das so ergänzend haben, dass wir, wenn wir ein bisschen weiter weg sind, die Armbrust einsetzen. Und können dann jetzt direkt mal bei dem Freund hier an der Schmiede schauen, ob der eine Armbrust für uns hat. Ich hoffe es. Denn der war eigentlich immer recht nice, aber ich glaube, der teach nur Stärke. Genau. Pack verkauft, glaube ich, oder? Unser bester Freund Pack. Nee, tut er auch nicht. Dann gehen wir in die Stadt zum, wie heißt er? Harold? Herold? Nee, Herold ist der Typ, der da predigt, weil das ein Herold ist. Du wirklich daran? Ich erzähl dir doch nicht. Ach, und wir werden das jetzt, weil wir so viel Gold haben, hier wieder hinsetzen. Was ist wieder? Wir haben uns ja noch nichts vorhersagen lassen, deshalb tun wir das beim Abuji. Nachdem wir geschmeidig relockt haben und gesaved haben. Schlimme Zeiten sind das. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Glaubst du wirklich daran? Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das Auge, Inos. Nice. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Noch eine? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Schlimme Sache. Nice, das heißt, irgendetwas mit Söldnern wird passieren. Wahrscheinlich Lee wird meine Hilfe brauchen. Das bezieht sich ja offensichtlich ja nur auf die ihre Hauptstory. Das hat er wirklich nicht verdient. Das ist, glaube ich, der Lehrling, ne? Brian, genau. Hey, du! Wirklich? Das ist ja interessant. Was ah ja, er verkauft, ja genau. Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Hat er ja erzählt, glaube ich. Nee, der hat nur Schmiederohlinge, der Penner. Müssen wir doch zum Boss. Schmiedet immer noch Tag und Nacht? Nee, der pennt sich ja auch. Legen wir uns zu unserem Freund Konstantino. Der wird wieder böse sein, dass wir ewig nicht da waren. Wo hast du dich herumgetrieben? Genau. Ich erwarte mehr von meinem Lehrling, als alle Jubeljahre einmal bei mir reinzuschneien. Hast du mir wenigstens Pilze mitgebracht? Ja. Du wolltest Pilze. Ich habe ja ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die besten. Na, gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Boah. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. 610 Gold. 600, oh mein Gott. Wir haben 17 Lernpunkte. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. 220 ist hart. Ich möchte das Elixier der Stärke lernen, aber verdammt, ich habe dafür nicht genug Lernpunkte. Dann lerne ich jetzt erst einmal das Elixier der Heilung. Das Elixier der Heilung herzustellen erfordert einiges an Erfahrung. Du brauchst Heilwurzeln und Feldknöterich. Sei diesmal beim Erhitzen besonders vorsichtig. Gut, Waren. Zeig mir deine Ware. Hast du Feldknöterich? Bitte lass ihn Feldknöterich haben. Er hat genug 100. Nicht Sumpfkraut, Held. Denk nicht immer ans Kiffen, bitte. Reine Lebensenergie, sehr schön eines mächtigen Trunks. Ist das Wissen, Elixier, das Hammer, das Wissen der Häftung der magischen Elixiere, reines Mana. Das kaufen wir. Zack. Nice, wir haben scheinbar jetzt irgendein Rezept, das es uns erlaubt, einen Trank herzustellen, der unsere Lebensenergie dauerhaft erhöht. Ich glaube zumindest, dass es das war. Der wird gerade benutzt, oder das alchemitisch. Wir alle wissen, alchemitisch ist sächlich. Seht irgendwelche Geschlechtsteile? Nein.
eben. Hey, da bist du ja wieder. Lass mich zu deinem Tisch, alter Sack. Schlafen wir bis Mitternacht, was weiß ich. Dann können wir... Dann wird er sich jetzt wahrscheinlich, genau, dann wird er sich jetzt hinlegen. Perfekt. So, reine Liebe. Achso, müssen wir das jetzt lesen, oder was? Oh, nice. Spezielle Tränke brauen. Mana-Tränke brauen. Können wir gar nichts. Heiltränke passt. Tabak mischen und Stängeltränke können wir auch nicht. Tabak mischen. Mit Honig. Hä? Willst du mich verarschen? Seit wann können wir denn das? Ach nee, dein Ernst? Gut, ich habe keine Ahnung, was das Tabakmischen bringt, aber schauen wir es uns mal an. Wir haben jetzt Tabak mit Honig gemischt. Apfeltabak mit Honig? Honigtabak, ja, süßer Apfeltabak. Keine Ahnung, was das bringt. Frag mich nicht, wahrscheinlich ist es mehr wert. Spezielle Tränke wird es sein. Nee. Hä? Müssen wir das ernsthaft jetzt lesen, oder? Ich habe mir doch das gekauft, nicht? Nachricht? Reine Lebensenergie. Aha, jetzt erst. Benötigt wird ein Feldknöterich sowie drei Essenzen der Heilung. Zusammenkippen und aufbrühen nach dem Rezept der Heilungselixiere. Dieser Trank kann nur von einem Alchemisten erstellt werden, der das Rezept der Heilungselixiere kennt. Kennen wir, gerade gelernt. Nice to know. Achso, das wird auch hier sein bei Heiltränke. Nice, yes. Was ist denn das für ein netter Heiltrank? Ist das der, der die volle Leben herstellt? Oder ist das der, der maximale Leben gibt? Ich hoffe, es ist der, der maximale Leben gibt. Please. Please, 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 please. Wo ist der jetzt? Ist der nicht gestanden, es wurde hergestellt? Bin ich einfach... Ah ja, das ist der hier. Ja, das wird sicher der sein. Das wird sicher reine Lebensenergie sein, oder? Der einfach die vollen Leben herstellt. Ich werde den Zettel einfach nochmal lesen. Reine Lebensenergie, ja. Das ist genau dieser Trank, der... eigentlich nice, der vollständig regeneriert. Hat sich gelohnt. Ich glaube, dafür brauchen wir auch keine Feldknüge. Doch, brauchen wir. Zu wenig Rohstoffe, weil wir dafür drei Essenzen brauchen und wir haben nur eine. Machen wir uns noch eine Essenz. Nice. Und jetzt machen wir uns eine reine Lebensenergie. Ja, ich freue mich einfach sehr. Ihr merkt es vielleicht. Wie viel Feldknöterich haben wir denn? Ach, genug. Machen wir uns noch ein paar Essenzen. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob es unbedingt so gut ist, sich jetzt nur diese reine Lebensenergie zu machen. Weil bei kleinen Wunden wäre das halt dann doch eine relative Verschwendung. Was? Aber kein Feldknöterich, oder was? Wahrscheinlich kein Feldknöterich. Dein Ernst? Hat das jetzt genau dafür gereicht, unser Feldknöterich? Offensichtlich. Können in Konstantinos Truhe schauen. Er schläft. Vielleicht hat er da ein paar Feldknöterich drin. Das wäre schön. Sehr schön. Zu schön, um wahr zu sein, wahrscheinlich. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Nee, Gold und irgendein Silberring. Was? Irgendein spezieller Silberring. Was für einer denn, Meister? Was für einer? Schutz des Holzes, wow. Das brauchen wir alles nicht, die beiden Ringe. Dann nehme ich mir lieber
Auch nicht. Den hier und den hier. Gut. Steh auf, Constantino. Was ist los? Ich möchte mich schlafen legen. Das ist los. Danke. Stellen wir den einen Trank halt nicht her.